Moin Leute und herzlich willkommen zum Würmekoi-Blog. Heute ein ganz besonderer Blog, richtig geile Nummer. Hier sind wir wieder in Göppingen. Ja, und in einen Ort weiter in Zalach, Eislingen. Und welche Firma ist das hier? Das ist die Firma Elektroprinzing. Elektrofirma, die machen komplette Hausinstallationen, Gebäudeautomation, so die Geschichten. Mhm. Und er hat bei dir praktisch die Planung für diesen Firmenteich in Auftrag gegeben. Ja, also. So praktisch die Wellness-Oase direkt hier am Mittagstisch praktisch für die Mitarbeiter. Genau. Und weil er auch Bock drauf hatte, ne? Ja, das ist ein irrsinnig schönes Projekt. Mhm. Ich bin dazugekommen, da war der Rohbau schon fertig. Mhm. Das war alles, die Form war alles schon existent. Mhm. Es war nur noch die Frage, wie löst man das, die ganze technischen Geschichten, wie kriegt man den Bachlauf so hin, dass nicht zu viel Mist auf dem Boden liegen bleibt und so weiter. Und dann haben wir gemeinsam eine Planung gestartet und haben das jetzt hier so umgesetzt. Mhm. Es ist schon 5 Jahre alt. Der Teich ist wie abgedichtet? Da ist eine Poolfolie reingeschmeißt worden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe mich hier um die technische Umsetzung gekümmert. Also wie machen wir die Verrohrung, wie machen wir die ganze Teichtechnik? Mhm. Und das war so meine Geschichte. Aber ist richtig geil geworden, ist mal was Besonderes. Das sieht man nicht jeden Tag, auch mit diesem bestimmt 10 Meter langen... Das sind 18 Meter lang. 18 Meter langen Bachlauf. Ist eine mega geile Nummer. Also hier eine Wohlfühl-Oase für die Mitarbeiter, wo sie im runterkommen können und in Mittagspause ein bisschen entspannen können. Kolbesatz, wie viel sind jetzt hier drin? 10, 15 Fische oder so? Sowas. Ja. Sowas in der Richtung. Von der Umwälzung, der Teich hat 38.000 Liter? Also der eigentliche Teich sind um die 18.000, dann haben wir nochmal 9.000 in dem langen Bachlauf. Sind bei 27 plus das in den Rohren, also wir werden so roundabout bei knapp 30.000 Liter liegen. Knapp 30 Kubik. Umwälzung ist gut, das gucken wir uns im Filterteil nachher an. Ist richtig Strömung im Bachlauf und wir haben Topwasser, ist eine Augenweide und ich würde sagen, das schaut ihr euch jetzt mal gleich an. Bis gleich. Das ist mal eine Nummer, mitten in der Firma ein Koi-Teich, ich glaube 60 cm tief. Ja, je nachdem wie hoch der Wasserstand ist, jetzt sieht man, jetzt fällt gerade ein Zentimeter. Hier im Hauptteich sehen wir 3 Bodenabläufe und da hinten ist der Skimmer. Hier haben wir den Rücklauf und dann haben wir hier noch einen Überlauf, ne? Rückläufe vom Filter ist einmal hier, einmal gegenüberliegend. Das ist der reine Überlauf, also wenn zu viel Wasser drin ist, dass es rausläuft. Insgesamt haben wir hier 4 Bodenabläufe. Die 2, die wir hier vorne sehen, versorgen die Pumpe, die nur praktisch Umwälzung macht durch den Bach. Die anderen 2 Bodenabläufe und der Skimmer, die werden dann effektiv durch den Filter geschickt. Durch den Filter geschickt. Reicht ja 3 Rückleitungen für 30.000 Liter und dann nochmal 2 extra, um die Umwälzung zu gewährleisten, weil da kommt der nächste Hit. Wir haben hier erst einmal die Koi, die hier natürlich auch sehr viel unterm Deck stehen. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, dass mir das Deck vielleicht ein bisschen zu groß wäre. Aber wie man sieht, sind sie jetzt den Menschen nicht abgeneigt. Das Wasser ist glasklar. Kein Dreck am Boden. Schon eine super Nummer. Und jetzt kommt nochmal der Hit. Hier unter der Glasbrücke haben wir nochmal einen Bachlauf. Richtig schön angelegt. Und hier hinten drücken 2 110er Rückleitungen. Welche Pumpen dafür das bewerkstelligen, das zeigen wir später. Aber ihr seht, hier ist richtig Flow drauf. Und damit sich hier an diesem Bachlauf praktisch kein Schmutz absetzt, drücken hier die Pumpen mit richtig Power zurück in den Hauptteich. Man merkt auch, er muss richtig arbeiten, die Flossen anlegen, damit er überhaupt vorwärts kommt. Das ist mal wirklich eine richtig coole Nummer, das sieht man nicht jeden Tag. Aber die Fische, wenn jetzt nicht gerade Mittagspause so ist, nutzen die diesen Bachlauf auch ganz gerne, also die spielen da drin. Das ist mal wirklich eine außergewöhnliche Nummer. Sobald die nicht so ätschend ist, sind sie, glaube ich, auch deutlich aktiver. Das ist mal wirklich eine außergewöhnliche Form an einem außergewöhnlichen Standort.
jetzt zeigen Sie sich auch alle mal und kommen vor. Richtig schön. Auch hier so eine berieselnde Wand, ne? Ja, die versorgt sich selber. Also die ist aber vom Teichsystem losgelöst. Mhm. Die wird auch mit Nährstoffen und so alles automatisch versorgt. Deswegen haben wir unten diese Regenrinne angebracht, ja, damit da auch nichts in der Teich selber reinfließt. Also das ist schon richtig, richtig schick. Hier kann man wirklich seine Mittagspause genießen. Das ist mal außergewöhnlich. Mit einem sehr schönen, entspannten Blick. Was Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht, hast du auch gut gelöst von der technischen Seite? Ich nehme es an, ja. Also war für mich auch eine neue Aufgabe, mal die Herausforderung anzunehmen, dass man einfach nicht sagen, ich wollte dem Kunden nie sagen, irgendeiner läuft einmal in der Woche durch den Bach und schiebt den Dreck raus, das wollte ich nicht. Ja. Hast du richtig gut gelöst, richtig schön. Und jetzt gucken wir uns natürlich einmal an, wie die Filtertechnik zu diesem System aussieht. Hier wird es jetzt tricky, ist nämlich im Lager. Hier kommen die drei Bodenabläufe und ein Skimmer. Drei Bodenabläufe, ein Skimmer. Kommen hier rein, drücken dann hier durch. Und hier haben wir eine Genesis Greenstream, eine 80.000er auf kleinster Stufe. Ja, nicht ganz kleinste Stufe, aber schon relativ angedrosselt. Relativ angedrosselt. Und die drückt dann hier einmal, Wahnsinn, drückt dann hier einmal mit der untersten Leitung von unten in den Papierfilter. Und auf der anderen Seite geht es dann per Staudruck zurück in den Teich. Richtig. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite noch eine zweite Greenstream, die ja nur als Umwälzpumpe fungiert und praktisch den Bachlauf von hinten mit zwei Zuläufen dann einmal durchpowert, damit sich da kein Schmutz absetzen kann. Ja, das ist meine Verrohrung. Mitten im Keller, im Lager. Schon beeindruckend. Hier über 200 Meter Rohr habt ihr hier verlegt, ja, ne? Deutlich darüber. Schon Hammersache. Auch den Fließfilter musstet ihr von unten verrohren, weil von der Seite war ja der Platz nicht da. Sehen wir nachher. Ist schon eine richtig krasse Nummer. Das sieht man nicht jeden Tag. Der Filter zum mega geilen Firmteich ist ein Genesis Papierfilter 750. Genau. Der läuft jetzt auch schon wie lange? 5 Jahre? 5 Jahre fast. Und tut seinen Job. Ist hochgebockt, um die Höhe zu erreichen. Dann kommen wir hier unten mit dem Bodenabläufen rein, gehen direkt in den Filter. Und von dem geht es dann in die Biologie und dann per Staudruck zurück in den Teich. Ja, läuft auch schon ewig, 5 Jahre. Sogar noch Luft nach oben, aber ihr seht, was da ankommt. Also hier wird schon ordentlich umgewälzt. Alles sauber verrohrt, mitten in der Firma. Das war der Block bei der Firma Prinzing. Den Teich, den du von der Technikerseite her geplant hast. Richtig coole Nummer, richtig schick. Ordentlich Strömung drin, ordentlich Umwälzung, top Ergebnis. Also, wenn ihr aus dem Raum Göppingen kommt und einen Mann sucht, der euch Teiche plant, auch außergewöhnliche Teiche und Teichformen, dann seid ihr bei der Surface of Water Gold richtig. Ja, wir sind auch weiter. Also wir haben auch in Österreich einen Teich und so weiter. Also nicht bloß Kreis Göppingen, sondern es muss einfach ein Projekt sein, wo irgendwie beiden Seiten auch Spaß macht. Mhm. Ja, hast du ja super gelöst. Einwandfreie Nummer, super Technik, kann man nichts sagen, ist perfekt. Und genau das ist auch das richtige Schlusswort. Wenn euch der Blog gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn!